Ja, das macht nichts, wenn ich gleich berühren. Wir fahren ein bisschen. Michael Elotini, er geht auf Schlag und Grundschlag. So, und wir fahren jetzt mehr sieht schon sehr gut aus bei euch. Also wirklich Kompliment, also ihr fahrt fast wasserfrei. Die Blatthöhe passt noch nicht ganz zueinander, aber das ist, würde ich mal sagen, Feinheit. Bitte? Ja. Also hier haben wir jetzt auch langsam den Rhythmus gefunden. Das war am Anfang ein bisschen eine Herausforderung, aber jetzt klappt es eigentlich zusammen. Und unsere Sitze fallen ständig raus. Wir haben so eine Konstruktion, wo die Sitze von unten nicht reingreifen. Wir haben dauernd Entgleisungen. Ja, der Michael hat ja schon Stemmbrett rausgetreten. Einen Ausleger haben wir hier schon. Da muss man nachher wieder festschrauben. Das Einzige, was schlecht ist, der Körperschwerpunkt ist schlecht genug. Also im Einer kippelt es dann, sobald ich irgendwie eine ganz leichte Bewegung aus der Mitte rausmache. Halt schneller als bei jedem, der kleiner ist. Also ganz krass ist halt wie beim Skifahren Kinder. Und einer, die können nicht kippen, große Menschen wie ich, die können schon kippen.